Hier endet derzeit das Gewerbegebiet Girbelsrath. Ich habe jetzt einen Bebauungsplan gesehen dieser Tage, der vorsieht, dass das in Richtung Merzen nicht erweitert wird und oder werden soll, und zwar bis zu dem Feldweg rüber zur schönen Aussicht B246 und rauf bis an die Kreuzung und an diese Landstraße heran. Was so viel bedeuten würde wie, dass dieser Abschnitt zwischen Girbelsrath und Merzenich von der Bahnlinie Distelrath-Emken dann vermutlich bald verschwinden wird. So wie ja hier auch schon die Fortsetzung, bis es hinten wieder neben der Landstraße auftaucht, schon geschehen ist. Ich habe wenig Hoffnung, mehr zu finden als damals bei der Erkundung. Ich glaube, das hatten wir da schon gesehen. Ich habe mir gedacht, wenn du schon eine Dorfrunde machst, dann schleichst du hier nochmal über das Gleisbett, so wie es geht, solange es noch da ist. Hier ist eine gute Portion Ballast zu sehen. Und gut versteckt noch ein Pfeiler von der Elektrifikation der Linie Anno Tobak. Oder hatte ich den letztes Mal auch schon gehabt? Jedenfalls ist er jetzt ziemlich dicht eingewachsen. Da haben wir das nächste Artefakt. Da ist ein Zugang, dann habe ich das wahrscheinlich letztes Mal auch schon entdeckt. Aber es schadet ja nichts, es noch uns festzuhalten. Denn deren Tage sind offenbar gezählt. Nee, also mehr als das, was ich euch heute gezeigt habe, konnte ich nicht entdecken. Wenn hier noch Artefakte sich unter dem Gestrüpp verbergen, dann werden die demnächst von den Bauarbeitern ignoriert.